Vitalarrhythmie, gut in den Tag kommen. Um gut in den Tag zu kommen, arbeiten wir mit den drei dynamischen Kraftfeldern E, A und B. Doch zunächst gilt es, die Füße zu wecken. Stampfen Sie mit beiden Füßen mit der ganzen Sohle auf den Boden und beschleunigen Sie dabei das Tempo. Anschließend tun Sie das nur mit den Fersen oder mit den Ballen, immer abwechselnd, mal vorne, mal hinten. Jetzt folgen die Laute, zuerst das E. Dafür überkreuzen Sie die Unterarme in Herzhöhe, zweimal schnell, einmal langsam und einen Moment innehaltend. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Dann kommt der Laut A. Führen Sie die Arme schräg nach vorne und halten Sie sie eine Weile auf Herzhöhe. Um sie dann wieder loszulassen. Wiederholen Sie diese Bewegung 5-mal. Die Arme ausbreiten. Und wieder loslassen. Zum Abschluss folgt noch der Laut B. Dafür führen Sie die Arme über dem Kopf zusammen und ziehen sie ruhig von oben bis nach unten in Bauchhöhe. Jedes B beginnt etwas tiefer. Vor dem Kopf. Vor dem Herzen. Und vor dem Bauch. Jeweils ein B. Damit endet diese Übung. Vitalarrhythmie, abends zur Ruhe kommen. Mit dieser Übsequenz können Sie alles hinter sich lassen und loslassen, was der Tag mit sich gebracht hat und was Sie belastet. Dafür setzen wir die dynamischen Kraftfelder AH und M ein. Um Unruhe und angestaute Energie loszuwerden, laufen Sie erst einmal kraftvoll auf der Stelle. Beginnen Sie schnell und reduzieren Sie das Tempo bis hin zum ganz langsamen, weichen Abrollen der Füße. Seien Sie innerlich ganz bei der Sache und kommen Sie dann zum Stehen. Nun geht es darum, sich die Fülle des vergangenen Tages noch einmal zu vergegenwärtigen und dann alles bewusst hinter sich zu lassen. Das machen Sie mit den Lauten A und H. Breiten Sie die Arme von unten bis zur Körpermitte zum A aus, heben Sie die Arme an und überlassen Sie mit einem leichten Impuls alles Belastende dem hinteren Raum. Wiederholen Sie diese Geste so oft, wie es Ihnen notwendig erscheint, um den Ballast wirklich loszuwerden. Zum Abschluss folgt das M, ein ruhiges Ausatmen und zur Ruhe kommen. Führen Sie die Arme von unten nach vorne und wieder nach hinten zurück. Vor und zurück. Machen Sie das langsam und ruhig. Belasten Sie dabei die etwas voreinander gestellten Füße in der gleichen Art, mal vorne, mal hinten.
Setzen Sie diese Bewegung so lange fort, bis sich ein angenehmes, tiefes Gefühl der Ruhe eingestellt hat. Vitaleurythmie zum Auflockern. Bei dieser Übung geht es darum, Schultern, Hals, Nacken und Rücken zu lockern. Besonders wohltuend ist das nach längerer Arbeit vor dem Bildschirm. Dafür verwenden wir die dynamischen Kraftfelder der Laute L und M. Es beginnt mit dem Schulter L. Legen Sie die Fingerspitzen auf die Schultern, ziehen Sie die Schultern nach vorne und richten Sie sich dann wieder auf. Zusammenziehen, rund werden, aufrichten, weiten. Zusammenziehen, rund werden, aufrichten, weiten. Mehrmals hintereinander auf diese Weise mit den Schultern kreisen. Dann folgt der Laut M. Bewegen Sie die Hände nach vorne, Kopf und Rücken gehen dabei etwas mit. Holen Sie die Hände wieder zu sich und beginnen Sie von vorne. Rund werden im Rücken, Schultern und Nacken entspannen und dann wieder gerade werden, aufrichten. Nach vorne rund werden und wieder zu sich zurückkommen. Wiederholen Sie diese Geste 5-mal und spüren Sie dann der Wirkung nach. Vitaleurythmie zum Abgrenzen. Bei dieser Übung geht es darum, sich besser abgrenzen zu können und sich selbst und den eigenen Raum besser wahrzunehmen. Dabei arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern E und B. Für das E legen Sie die Unterarme auf Herzhöhe übereinander. Immer abwechselnd, mal rechts, mal links und mal weiter oben, mal am Handgelenk. Tun Sie das kraftvoll und mit Nachdruck. Sehr entschieden. Spüren Sie gut hinein in diesen Kreuzungspunkt. Mit diesem E stoppen Sie die Einflüsse, die von außen auf Sie eindringen, und grenzen sich davon ab. Nun bilden Sie mit den Armen eine Art Schutzraum vor sich. Legen Sie die Hände in Bauchhöhe übereinander und führen Sie sie nach oben bis in Höhe der Stirn und wieder zurück nach unten auf Bauchhöhe. Schön langsam. Ruhig und bewusst einen Innenraum bildend, eine eigene Welt, die zu Ihnen gehört und auf die Sie sich jetzt konzentrieren. Es ist Ihr Raum, Ihr Refugium. Nun folgt der Laut B. Machen Sie sich Ihre eigenen Grenzen bewusst, indem Sie mit den Händen den Kopf umschließen. Legen Sie sie zuerst um die Ohren, dann auf Stirn und Oberkopf, dann beidseitig auf den Kopf, auf Stirn und Nacken, vor das Gesicht, überall dort, wo es Ihnen wichtig erscheint, um sich gut wahrzunehmen. Zum Abschluss machen Sie sich, wiederum mit dem Laut B, Ihre Körpergrenzen bewusst. Fassen Sie mit der rechten Hand die linke Schulter und wandern Sie mit der Hand langsam und sehr bewusst hineinspürend den Arm entlang bis zum Handgelenk. Legen Sie die Hand nicht nur auf, sondern umfassen Sie den Arm so, dass Sie die Hand gut spüren. Anschließend machen Sie das Gleiche mit dem anderen Arm, gerne auch mehrfach, so wie es Ihrem Bedürfnis entspricht. Sie können auch mit beiden Händen gleichzeitig die Arme umfassen,
und so den Körper noch kompakter wahrnehmen. Anschließend spüren Sie der Wirkung noch etwas nach. Vitaleurythmie zum Erfrischen. Wenn Sie bei der Arbeit lange gesessen haben, hilft Ihnen diese Übung, sich zu erfrischen. Wir verwenden dafür das dynamische Kraftfeld des E in unterschiedlicher Ausprägung. Für das E legen Sie die beiden Unterarme übereinander, und zwar zuerst oben über dem Kopf, dann vor der Brust, vor dem Unterbauch und hinter dem Rücken. Wiederholen Sie diese Abfolge dreimal und steigern Sie dabei das Tempo. Oben, vorne, unten, hinten. Anschließend lassen Sie die Arme locker und spüren nach. Jetzt variieren Sie das E, indem Sie jeweils vor sich die Arme kreuzen und dann die Richtung wechseln. Zuerst nach oben, dann nach rechts, nach unten, nach links. Auch hier steigern Sie innerhalb von drei Abfolgen das Tempo. Zum Abschluss lassen Sie die Arme entspannt hängen und spüren der Wirkung dieser Übung nach. Vitaleurythmie zum Harmonisieren. Diese Übung ist ein Dreiklang aus den dynamischen Kraftfeldern der Laute I, A und O. Sie harmonisiert den Menschen in seiner inneren Gliederung, oben im Kopf, im Denken, unten im Gliedmaßenbereich, im Wollen und in der Mitte, im rhythmischen Bereich, in seinem Gefühl. Lösen Sie aus dem Stand heraus absichtsvoll alle Spannung im Oberkörper, sodass sich der Rücken rundet, der Kopf nach vorne sinkt und auch die Knie etwas nachgeben. Nun richten Sie sich langsam wieder auf, bis der Kopf frei nach vorne schaut. Bauen Sie dabei im Inneren eine Lichtsäule auf, die von den Fußsohlen bis zur Schädeldecke reicht. Setzen Sie nun die Füße nacheinander zur Seite, sodass sie nach unten ein Dreieck bilden. Verankern Sie sich kraftvoll im Boden und behalten Sie dennoch die Lichtsäule im Bewusstsein. Führen Sie dann die Arme vor der Körpermitte zu einem Kreis zusammen und umschließen Sie auf diese Weise Ihren Herzraum, Ihre Mitte. Bleiben Sie eine Weile in dieser Haltung und spüren Sie den Dreiklang von I, A und O, bevor Sie Arme und Beine lösen und der Gesamtwirkung nachspüren. Vitaleurythmie zum Zentrieren. Diese Übung stellt Ihnen das Kraftfeld zwischen oben und unten, zwischen Leichte und Schwere, zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Finsternis. Damit macht sie das körperlich-seelische Zentrum bewusst. Sie hilft, sich zu zentrieren. Beginnen Sie die Übung, indem Sie die Füße etwas mehr als hüftbreit auseinandersetzen. Spüren Sie, wie das Gewicht Ihres Körpers ganz auf den Füßen und Beinen ruht, die zusammen ein Dreieck bilden. Die obere Spitze dieses Dreiecks befindet sich in Höhe des Zwerchfells am Sonnengeflecht. Ziehen Sie innerlich eine Linie zwischen beiden Füßen und begleiten Sie diese Haltung mit dem innerlich gesprochenen Satz »Schwere lastet abwärts«. Führen Sie nun die Arme nach oben, sodass sie ebenfalls ein Dreieck bilden, dessen Spitze sich mit dem unteren Dreieck im Sonnengeflecht überlappt. Der Blick bleibt gerade ausgerichtet. Ziehen Sie innerlich eine Linie zwischen beiden Händen und begleiten Sie diese Haltung mit dem Satz »Licht strömt aufwärts«.
Jetzt richten sie, immer noch in dieser Haltung verharrend, ihre Aufmerksamkeit auf die Region, in der sich beide Dreiecke überschneiden, auf ihre Mitte. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig. Bleiben Sie mindestens eine halbe Minute so stehen und lösen Sie dann Arme und Beine. Wiederholen Sie diese Übung dreimal und spüren Sie dann noch eine Zeit lang nach, welche Wirkung diese Haltung auf Sie hat. Vitaleurythmie, die Mantelumkreisübung. Mit der Mantelumkreisübung bilden Sie über mehrere Stufen eine Energiehülle um sich herum. Diese Übung wirkt aufbauend und erfrischend, vermittelt Ruhe und Ausgeglichenheit. Sie bringt Sie in Kontakt mit dem Raum hinter Ihnen und damit in Dialog mit den Qualitäten von Erholung und Regeneration. Sie beginnen, indem Sie die Arme etwas zur Seite anheben und wieder sinken lassen. Danach etwas weiter nach oben zur Seite. Dann bis auf Schulterhöhe. Und wieder zurück. Auf Kopfhöhe. Und wieder zurück. Und schließlich den ganzen Umraum durchlaufend, ganz über den Kopf und wieder nach unten. Jetzt rückläufig, stufenweise von der Kopfhöhe ausgehend, wieder zurück. Die Bewegungen sind ruhig und gelassen. Spüren Sie in Ihren Umraum hinein, indem Sie ihn mit den Fingerspitzen austasten. Nun kombinieren Sie das Ganze mit Schritten nach hinten. Zu Beginn gehen Sie nur einen Schritt nach hinten und beim Absinken der Arme wieder nach vorne. Dann zwei Schritte zurück und wieder vor. Und je weiter Sie die Arme nach oben führen, desto mehr Schritte machen Sie. Die Arme sind dabei weich und entspannt. Sind Sie einmal oben angekommen, geht es auch hier wieder rückläufig, stufenweise zurück. Zum Abschluss spüren Sie nach und versuchen dabei, Ihren ganz persönlichen Umkreis gut wahrzunehmen. Vitaleurythmie für kopfbetonte Menschen. Für kopfbetonte Menschen ist es wichtig, die Lebenskräfte anzuregen und zu stabilisieren, sich mit der Erde stärker zu verankern. Das erreichen wir mit den dynamischen Kraftfeldern der Laute A, E, I, O und U sowie mit B und IAO. Damit schaffen wir einen Schutzraum für das eigene Selbst und dämpfen die Intensität der Sinnesreize. Beginnen Sie mit einer Fußmassage, indem Sie eine Kugel oder einen Tennisball auf dem Boden rollen, vor und zurück, 4 bis 6 Mal. Zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Fuß. Vor und zurück, von den Zehenspitzen bis zur Ferse. Ganz ruhig. Spüren Sie gut in die Fußsohle hinein
wie sie die Kugel hin und her rollt. Verweilen Sie einen Moment und spüren Sie noch einmal gut in die Füße hinein. Nun kommt die Raumform des Fünfsterns. Stellen Sie sich vor, ein fünfzackiger Stern wäre vor Ihnen auf dem Boden ausgebreitet. Sie stehen an seiner Spitze. Schreiten Sie nun die Spitzen des fünfzackigen Sterns ab. Gehen Sie zuerst zur vorderen rechten Spitze, dann zur linken nach hinten, quer hinüber zur rechten hinteren Spitze, schräg nach vorne zur linken und wieder zurück zum Ausgangspunkt an der oberen Spitze. Jetzt kombinieren Sie den Fünfstern mit den Lauten A, E, I, O und U, und zwar in der Körpermitte, vor dem Herzen. Beginnen Sie mit dem A. Dann folgen das E, das I, das O und das U. Verbinden Sie nun die Vokale mit dem Fünfstern. A, E, I, O, U. Wiederholen Sie das Ganze mindestens zweimal, am besten dreimal. Jetzt folgt der Laut B. Bilden Sie ihn zuerst über dem Kopf. Dann vor dem Kopf. Vor dem Hals. Vor der Brust. Und vor dem Bauch. Das Gleiche noch einmal. Wiederholen Sie diese Bs einige Male von oben nach unten. Über dem Kopf, vor dem Kopf, vor dem Hals, vor der Brust, vor dem Bauch. Den Abschluss bilden I, A und O. Runden Sie den Oberkörper etwas nach vorne, beugen Sie dabei auch die Knie und richten Sie sich dann wieder auf. Stellen Sie die Beine zum A und umschließen Sie mit dem O Ihre Mitte, Ihren Herzraum. Halten Sie diesen Dreiklang einen Moment und lösen Sie dann Arme, Beine und die Aufrichtung wieder. Das I, ein entspanntes, durchlichtetes Aufrichten. Das A, ein kraftvolles Stehen. Das O, ein mildes Umschließen des Herzraums. Diesen Dreiklang halten und danach wieder auflösen. Damit endet diese Übung.
Vitalarrhythmie für gefühlsbetonte Menschen. Für gefühlsbetonte Menschen ist es wichtig, die eigene Mitte zu finden und in einen guten, ruhigen Rhythmus zu kommen, sich selbst zu strukturieren und zu entschleunigen. Um das zu erreichen, arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern M, A, E, D und IAO. Zu Beginn wecken Sie die Füße mit einer Fußmassage. Legen Sie eine Kugel oder einen Tennisball unter einen Fuß und rollen Sie sie in ruhigem Tempo 5 bis 6 Mal hin und her. Danach ist der andere Fuß dran. Achten Sie darauf, dass die Kugel die ganze Fußsohle entlang rollt. Nun kommt die Raumform des Fünfsterns. Stellen Sie sich vor, ein fünfzackiger Stern läge vor Ihnen auf dem Boden ausgebreitet. Sie stehen an seiner Spitze. Gehen Sie nun mit ruhigen Schritten von einer Sternspitze zur nächsten. 3 Schritte, der vierte stellt an. 1, 2, 3, Pause. 1, 2, 3, Pause. Zuerst zur vorderen rechten Spitze, dann zur linken nach hinten, quer hinüber zur rechten hinteren Spitze, schräg nach vorne zur linken und wieder zurück zum Ausgangspunkt an der oberen Spitze. Das machen Sie einige Male, sodass Sie in den Rhythmus dieses Gehens hineinkommen. Nun kommt das Kraftfeld des M hinzu. Die Hände bewegen sich in Höhe von Schulter und Brust ganz gleichmäßig hin und her. Sie atmen den Raum vor sich durch. Diese ruhige, atmende, fließende Bewegung verbinden Sie nun mit der Form des Fünfsterns. Füße und Beine gehen die 3 Schritte mit der kleinen Pause. Arme und Hände formen das M. Ruhig und gleichmäßig. Machen Sie das mindestens 3 Mal. Nun kommen noch das A und das E hinzu. Sie beginnen wie gewohnt mit dem Fünfstern und dem M. Im Stehen bei der kleinen Pause kommen ebenfalls rhythmisch gegliedert das A und das E hinzu. Öffnen, kreuzen, kreuzen, loslassen. Das M strömend im Gehen, das A, E, E loslassend im Stehen. A, E, E, loslassen. Auch das machen Sie 3 Mal.
Nun folgt noch der Laut D im Stehen. Mit ihm konsolidieren Sie Ihre Mitte. Beim D führen Sie die Arme mit angewinkelten Händen gleichzeitig nach unten, langsam und ruhig. Oben und unten können sich ordnen. Die Mitte wird frei. Schließen Sie die Übsequenz ab mit dem Dreiklang I, A, O. Runden Sie den Oberkörper etwas nach vorne, beugen Sie dabei auch die Knie und richten Sie sich dann wieder auf. Stellen Sie nun die Füße zum A auseinander und umschließen Sie mit dem O Ihre Mitte, Ihren Herzraum. Halten Sie diesen Klang einen Moment und lösen Sie dann Arme, Beine und die Aufrichtung wieder. Das I, ein entspanntes, durchlichtetes Aufrichten. Das A, ein kraftvolles Stehen. Das O, ein mildes Umschließen des Herzraums. Diesen Dreiklang halten und danach wieder auflösen. Damit endet diese Übung. Vitalarrhythmie für bauchbetonte Menschen. Für bauchbetonte Menschen ist es wichtig, in Bewegung zu kommen und Dynamik zu entwickeln, aber auch, sich in dieser Dynamik nicht zu verlieren. Um das zu erreichen, verwenden wir die dynamischen Kraftfelder des L, U, O und zur Harmonisierung das I, A, O. Es gilt, das eigene Tempo flexibel zu gestalten und zu variieren, die eigene Kraft besser dosieren zu können. Zunächst beginnen Sie mit der Kugel auf dem Boden, um sich die Füße und den Boden bewusst zu machen. Der Fuß nimmt die Kugel nach vorne und zurück. Dabei spüren Sie gut in die Fußsohle hinein, von der Ferse bis in die Zehenspitzen und wechseln die Seite. Dann spüren Sie der Wirkung dieser Kugel in den Füßen etwas nach. Anschließend gehen Sie auf dem Boden die Form einer senkrecht vor Ihnen liegenden Acht. Sie starten nach vorne rechts, gehen durch die Mitte nach hinten, dann links herum zur Mitte zurück. Nun folgt ein großes L im Stehen. Greifen Sie mit den Armen nach unten in die Schwere und führen Sie sie vor dem Körper hinauf in die Leichte. Der ganze Körper geht mit. Zuerst in die Tiefe, dann hinauf in die Höhe. Anschließend folgt eine weitere Acht. Rechts herum nach vorne, durch die Mitte nach hinten und links herum zur Mitte zurück. Und gleich noch einmal. Vorne rum, hinten rum. Im Zentrum angekommen, machen Sie 5 große Ls mit rundem Rücken nach unten, mit geradem Rücken nach oben. Runter und hoch. Runter und in die Höhe. Nun folgt wieder die 8. Einmal rum. Und nochmal rum, 2-mal. Und wieder 4-mal das L. Runter und hinauf. Hinunter
und hinauf. Und noch einmal die 8. Und das L. 4-mal. Dann spüren Sie dem L nach. Nun folgt die nächste Raumform, der 5-Stern. Ein 5-zackiger Stern, der ausgebreitet vor Ihnen auf dem Boden liegt. Gehen Sie jeweils zu den Spitzen des Sterns. Nach vorne rechts, nach hinten links, quer hinüber nach rechts, nach links vorne und zurück zum Ausgangspunkt. 2-mal. Jetzt kommt der Laut U dazu. Führen Sie dazu die Arme parallel von unten nach oben auf dem ersten Weg, von oben nach unten auf dem zweiten, von unten hoch auf dem dritten, auf dem vierten wieder hinunter und noch einmal hoch auf dem fünften Weg. Und noch einmal von unten hoch, hinunter, hoch, hinunter, hoch. Und ein drittes Mal. Und noch ein viertes Mal. Dann spüren Sie dieser Bewegung in Ruhe nach. Jetzt folgt noch das O. Das O bilden Sie von oben, ziehen es von da langsam herunter bis vor den Bauch und lassen los. Noch einmal. O nach oben. Ruhig herunterziehen. Loslassen. Wichtig ist dabei, dass Sie bewusst das Oben, die Mitte und das Unten miteinander in Beziehung bringen. Zum Abschluss folgt noch das I-A-O. Runden Sie den Oberkörper etwas nach vorne, beugen Sie dabei auch die Knie und richten Sie sich dann wieder auf. Stellen Sie nun die Füße zum A auseinander und umschließen Sie mit dem O Ihre Mitte, um so einen Dreiklang zu erzeugen. I, A, O. Wiederholen Sie diese Folge noch einmal und schließen Sie die Übung damit ab. Vitaleurythmie für den Antreiber sei stark. Es gibt 5 Antreiber, die mächtige Faktoren sind auf dem Weg in den Stress. Der erste davon heißt sei stark. Hier arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern A, L und M. Damit stellen Sie sich zum einen kraftvoll in die Welt, kommen aber dann zu sich und finden im Herzensraum Ihre Mitte. Um die Macht dieses Antreibers einzugrenzen, stellen wir ihm einen Erlaubnissatz und damit etwas Positives an die Seite. Sprechen Sie deshalb zuerst 3-mal für sich
den zu diesem Antreiber gehörenden Erlaubnissatz: Ich darf schwach sein und mir Hilfe holen. Für das A führen Sie beide Arme mit aufgestellten Händen gestreckt nach vorne. Lassen Sie dann die Spannung los und die Arme wieder sinken. Wiederholen Sie diesen Ablauf insgesamt 5-mal. Mit den Armen kraftvoll hinaus in die Welt und dann die Spannung bewusst wieder herausnehmen. Für das L heben Sie die Arme seitwärts etwas an, tauchen dann nach unten ein, heben die Arme bis über den Kopf, öffnen die Hände und lassen die Arme seitlich wieder absinken, jeweils 2-mal hintereinander. Der von den Armen beschriebene Kreis wird dabei immer kleiner, bis Sie zum Schluss nur noch eine kleine Kreisbewegung vor Ihrem Herzen beschreiben. Eintauchen, hinaufführen, sinken lassen. Achten Sie darauf, dass Sie die Arme ruhig führen und dass die Augen nicht der Kreisbewegung folgen, sondern nach vorne schauen. Nun folgt das M. Dabei bewegen Sie die Arme gegenläufig ganz gleichmäßig hinauf und herab. Atmen Sie die Bewegung durch Ihre Mitte mit und achten Sie darauf, dass beide Hände gleich wichtig sind. Es ist ein ruhiges, fließendes Auf und Ab. Zum Abschluss führen Sie beide Hände unter der Brust zusammen und sprechen noch einmal Ihren Erlaubnissatz. Ich darf schwach sein und mir Hilfe holen. Vitalarrhythmie für den Antreiber: Sei perfekt. Es gibt 5 Antreiber, die mächtige Faktoren sind auf dem Weg in den Stress. Der 2. davon heißt: Sei perfekt. Hier arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern B und I. Dabei geht es darum, mit sich selbst zufrieden zu sein, 5 gerade sein zu lassen und sich selbst zu mögen. Um die Macht dieses Antreibers einzugrenzen, stellen wir ihm einen Erlaubnissatz und damit etwas Positives an die Seite. Sprechen Sie deshalb zuerst 3-mal für sich den zu diesem Antreiber gehörenden Erlaubnissatz. Ich bin richtig so, wie ich bin. Ich darf Fehler machen. Für das B umfassen Sie Ihren Oberkörper mit beiden Armen und bleiben so, sich selbst umarmend, einen Moment stehen. Achten Sie dabei darauf, wie in Ihrer Mitte ein Wärmegefühl entsteht. Lassen Sie dann die Hände langsam etwas herabgleiten, von der Schulter bis zum Ellenbogen, sodass vor Ihnen ein Raum entsteht, ein Schutzraum für Sie selbst. Anschließend wechseln Sie die Arme und wiederholen dieses B 5-mal. Nun folgt das I. Gehen Sie 3 Schritte nach vorn und strecken Sie dabei beide Arme zur Diagonale. Im Zurückgehen lassen Sie die Arme wieder sinken. Sagen Sie dabei innerlich zu sich selbst: Ich bin richtig, so wie ich bin. Wiederholen Sie diese Bewegung 5-mal. Achten Sie darauf, dass Sie die Arme mit gleicher Intensität nach oben und unten ausstrecken und spüren Sie gut in Ihren Herzraum hinein.
Zum Abschluss führen Sie beide Hände unter der Brust zusammen und sprechen noch einmal Ihren Erlaubnissatz. Ich bin richtig, so wie ich bin. Ich darf Fehler machen. Vitaleurythmie für den Antreiber »Mach's den anderen recht«. Es gibt 5 Antreiber, die mächtige Faktoren sind auf dem Weg in den Stress. Der 3. davon heißt »Mach's den anderen recht«. Hier arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern M, O und E. Dabei geht es darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu respektieren. Sich nicht nur über die Bedürfnisse von anderen zu definieren, sondern ebenso über die eigenen. So erhalten Sie einen Energiespender für Ihr Selbstwertgefühl aus dem eigenen Inneren heraus. Um die Macht dieses Antreibers einzugrenzen, stellen wir ihm einen Erlaubnissatz und damit etwas Positives an die Seite. Sprechen Sie deshalb zuerst 3-mal für sich den zu diesem Antreiber gehörenden Erlaubnissatz: Ich darf auf meine Bedürfnisse achten und sie mindestens so wichtig nehmen wie die der anderen. Mit dem Laut M kommen Sie in einen wahrnehmenden Atem zwischen sich und der Welt. Schieben Sie die Arme weit von sich, als wollten Sie sich in der Welt verlieren, und holen Sie sie dann wieder zu sich heran. Bei jedem 2. Mal nehmen Sie die Weite etwas zurück, um immer näher zu sich selbst zu kommen, bis Sie bei den letzten beiden Bewegungen in Ihrem eigenen Herzensraum angekommen sind, in diesem schwingen und atmen können. Das ist Ihr Raum. Dort haben Sie am meisten Kontakt zu sich selbst. Jetzt folgen O und E im Wechsel. Gehen Sie 3 Schritte zurück, langsam und ruhig sich vortastend. Dann umschließen Sie Ihre eigene Mitte und legen die Hände übereinander, um den Raum wirklich zu Ihrem werden zu lassen. Anschließend gehen Sie 3 ruhige Schritte nach vorne, stehen gut auf beiden Füßen und legen nun beide Unterarme über Kreuz zum E. Spüren Sie gut in den Kreuzungspunkt hinein. Damit grenzen Sie sich gegen alle Anforderungen ab, die von außen auf Sie einstürmen. Verstärken Sie diesen Effekt nun noch, indem Sie nach dem Rückwärtsgehen das E gleich nach dem O bilden und dann entschlossen mit überkreuzten Unterarmen 3 Schritte nach vorne gehen. Zurückgehen mit ruhigen Schritten. Auf beiden Füßen gut mit der Erde verbunden sein, den eigenen Raum umfassend im O und nun direkt ins E, den eigenen Raum aufrechterhaltend, wieder nach vorne gehen. Wiederholen Sie diese Abfolge 3-mal. Zum Abschluss führen Sie beide Hände unter der Brust zusammen und sprechen noch einmal Ihren Erlaubnissatz. Ich darf auf meine Bedürfnisse achten und sie mindestens so wichtig nehmen wie die der anderen. Vitaleurythmie für den Antreiber: Beeil dich.
Es gibt 5 Antreiber, die mächtige Faktoren sind auf dem Weg in den Stress. Der 4. davon heißt: Beeil dich. Hier arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern K, D und M. Dabei geht es darum, aus einem hohen Tempo, das uns pusht, in die Ruhe zu kommen. Um die Macht dieses Antreibers einzugrenzen, stellen wir ihm einen Erlaubnissatz und damit etwas Positives an die Seite. Sprechen Sie deshalb zuerst 3-mal für sich den zu diesem Antreiber gehörenden Erlaubnissatz: Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Nehmen Sie erst einmal bewusst die Hektik des Beeil dich auf, indem Sie mit 5 Schritten 3-mal nach vorne und wieder zurückhetzen. Jetzt kommt das K hinzu. Bei jedem Schritt führen Sie die Hände mit einer scharfen, kantigen Bewegung von oben nach unten. Nicht aggressiv und zerstörerisch, wohl aber entschlossen und eindeutig. Als nächstes folgt der langsamere Teil mit dem Laut D und einem Stab. Anstelle des Kupferstabs können Sie einen Besenstiel oder Bambusstab nehmen. Halten Sie ihn zunächst mit beiden Händen auf Schulterhöhe, gehen Sie 3 Schritte vorwärts und senken Sie den Stab dabei ab. Im Stehen nehmen Sie den Stab wieder hoch, im Rückwärtsgehen führen Sie ihn nach unten. Sprechen Sie dabei innerlich Ihren Erlaubnissatz: Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Als nächstes heben Sie den Stab hoch über den Kopf und führen ihn dann körpernah und sehr langsam ab, während Sie einen Schritt nach vorne gehen. Und wieder zurück, insgesamt 3-mal. Achten Sie darauf, dass die Bewegung entschieden ist, aber immer noch weich und vor allem sehr langsam. Schließen Sie die Übung ab mit dem Laut M. Schieben Sie die Arme langsam und gleichmäßig nach vorne, drehen Sie die Handflächen dann zu sich und führen Sie die Arme wieder zurück. Zum Abschluss legen Sie beide Hände unter der Brust zusammen und sprechen noch einmal Ihren Erlaubnissatz: Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Vitaleurythmie für den Antreiber: Streng dich an. Es gibt 5 Antreiber, die mächtige Faktoren sind auf dem Weg in den Stress. Der 5. davon heißt: Streng dich an. Hier arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern E, D und O. Dabei geht es darum, zu den eigenen Möglichkeiten zu stehen und nicht immer das Gefühl zu haben, noch mehr und alles noch besser machen zu müssen und sich dabei ständig zu verausgaben. Sich nur so viel vorzunehmen, wie zu schaffen ist, und das zu akzeptieren. Das verleiht Kraft und motiviert. Um die Macht dieses Antreibers einzugrenzen, stellen wir ihm einen Erlaubnissatz und damit etwas Positives an die Seite. Sprechen Sie deshalb zuerst 3-mal für sich den zu diesem Antreiber gehörenden Erlaubnissatz: Ich darf meine Aufgaben so erledigen, wie es meiner Kraft entspricht. Für das E überkreuzen Sie die Arme in 3 Etappen: an den Handkanten, dann am Handgelenk und schließlich am Unterarm. Handkanten, Handgelenk, Unterarme. Immer näher zu sich heran. 3 bis 5-mal hintereinander. Für das D gehen Sie rasch 5 Schritte nach vorne und ziehen die Beine dabei nach oben. Beim Rückwärtsgehen setzen Sie die Füße dagegen betont ruhig und langsam auf.
Vorwärts liegt die Betonung auf dem Anheben der Beine, rückwärts auf dem ruhigen, langsamen Aufsetzen. Stellen Sie sich dabei einen schönen Untergrund vor: Moos, Sand oder frisch gemähtes Gras. Jetzt folgt noch der Laut O. Legen Sie die Hände in Brusthöhe übereinander und umschließen Sie so Ihren Herzraum. Führen Sie die Arme nach oben in Kopfhöhe und wieder zurück in Herzhöhe. Sprechen Sie dabei innerlich Ihren Erlaubnissatz: Ich darf meine Aufgaben so erledigen, wie es meiner Kraft entspricht. Machen Sie das so oft, bis Sie in diesem Erlaubnissatz wirklich zu Hause sind. Zum Abschluss führen Sie beide Hände unter der Brust zusammen und wiederholen den Erlaubnissatz ein weiteres Mal. Ich darf meine Aufgaben so erledigen, wie es meiner Kraft entspricht.